Willkommen zu einem neuen Video von Basement 45, zu einem sensationellen Video, denn für mich ist das schlichtweg eine Sensation. Ihr habt es im Thumbnail schon offensichtlich gesehen. Es geht um eine sehr, sehr seltene Platte, um eine sehr, sehr seltene Pressung und ich musste darüber ein Video machen. Und zwar zweigeteilt, einmal um die Platte, diese für mich Sensation euch vorzustellen und was damit anzustellen ist, behalten, hören, in den Laden anbieten. Ganz günstig wird sie nicht sein. Ich schätze um die vierstellig. Irgendwie da beläuft sie sich in diesem Zustand. Wir gucken aber da gerne mal gemeinsam oder ihr schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet als AC/DC-Fans. Und dann gucken wir einfach mal im Vergleich von der Klangqualität zu einer frühen deutschen Pressung, die ich auch da habe. Ja, aber lasst uns erstmal anfangen mit, wie gesagt, für mich der Sensation, es geht um Let There Be Rock von AC/DC. Und zwar in der allerersten australischen Pressung. Das Ganze auf oder als Gatefold ausgefertigt. Wunderschön, ein bisschen dickerer Karton. Und ich habe erst gezweifelt, ich kannte dieses Cover nämlich überhaupt gar nicht. Das hat mir gar nichts gesagt. Ich habe nur den Titel gelesen und dann habe ich mal geguckt. Ja, und dann hat sich herausgestellt, es ist die erste. So war das. Ich habe damit noch nichts gemacht. Der Zustand ist traumhaft, ein bisschen schmutzig, aber Zustand ist absolut traumhaft. Auf Albert Records gepresst. Und ein wichtiges Zeichen ist natürlich bei der Erstpressung das kleine Känguru auf dem Label von AC/DC. Und ja, was soll ich sagen? Es ist eine Sensation, hier in Deutschland so eine Scheibe zu finden, in diesem Zustand von dieser Band und dann auch noch völlig unbekannt mir gewesen. Und ich halte es nochmal hin, schaut einfach mal für euch Fans. Ihr könnt währenddessen, ich hier einfach erzähle, gerne schon reinschreiben, was damit am liebsten passieren sollte. Also in den Laden behalten, versteigern. Ist natürlich jetzt keine Ultra-Rarität oder eine Mega-Seltenheit, aber wenn man sich auf Discogs so die Angebote vergleicht, ich glaube, es gibt 17 Stück, die zu verkaufen sind, ganz, ganz schwierig und dann weiß man immer noch nicht, wie die Kiste hier wirklich ankommt. Und hier ist sie. Ich finde den Zustand für das Jahr und generell vom Cover einfach nur großartig. 1977 ist das gewesen und hier unten ist ja vielleicht ein bisschen noch nicht mal ein Knick, aber sie wurde mal ein bisschen anders oder falsch gelagert. Ansonsten ist der Zustand einfach ein Traum. Bin ich sehr, sehr froh. Ich habe sie die letzten Tage gehört und immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, hast du das mal gehört? Jetzt war in einer Sammlung, die ich vor kurzem auch noch gekauft habe, ganz viel AC/DC mit dabei. Und da war natürlich Let There Be Rock als deutsche frühe Pressung, vielleicht sogar die Erstpressung. Ich habe nicht genau geguckt, aber wir gucken einfach mal zusammen. Atlantic Label, GEMA ist dabei. Was haben wir hier für eine Matrixnummer? Wir haben WEA 50366A2X. Und dann haben wir hier nicht geritzt, sondern gestanzt Alsdorf 50366B4. Also auf keinen Fall die Erstpressung, aber eine Nachpressung desselben Albums. Und als ich die dann aufgelegt habe, einfach nur, weil ich ganz genau wissen wollte, wie sich das anhört, war ich quasi schockiert. Und ich meine wirklich schockiert. Denn das hier ist nicht nur eine Sensation zum Finden oder zum Verkaufen oder ja, generell einfach sehr, sehr rar und sehr, sehr viel Glück gehabt, sondern auch klanglich. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, mit das Beste, was ich je im Leben gehört habe. Das hier ist gar nichts. So hart muss ich es sagen, muss ich es ausdrücken im Vergleich hier zu der ersten Pressung australischen. Und dann einfach eine Pressung, die in Deutschland mal erschienen ist, ist es einfach eine Katastrophe. Also wer die Platte hat und denkt, die klingt gut, die klingt auch gut, wenn man den Vergleich zu dieser nicht hat oder zu einer anderen,
für sich allein genommen sicherlich hörbar, es ist druckvoll, es ist viel Bass, es ist sehr, sehr viel mehr Bass abgemischt als hier. Es ist aber ganz bisschen wollig zugedeckt, bisschen düsterer das Ganze, die Gitarren flirren nicht so durch die Gegend. Es ist gesetzter und deutlich mehr Bass und sehr viel weniger Dynamik als hier. Denn hier ist schlichtweg eine klangliche Sensation. Die Bühne von AC/DC in dieser Pressung, die Gitarren von den Youngs, das ist einfach unglaublich. Ich habe hier so eine tiefe Bühne. Man kann quasi ins Studio reinschauen, während die Musiker vor dir stehen, schlichtweg vor dir stehen im Wohnzimmer und dann abrocken. Gerade bei dann Let There Be Rock, Go Down, Dog Eat Dog, starke Titel, dann kommt Let There Be Rock und wenn es dann richtig losgeht, erschrickt man sich. Man hat die Band im Wohnzimmer und schaut hinter die Band ins Studio und das gefühlt 5, 6, 7 Meter tief rein. So ein tiefer Raum, so einen tiefen Raum gibt das Ganze hier. Die Gitarren, die Auflösung, der Biss der Gitarre, die Drums, so zusammen mit dem Bass, wie das einfach wunderbar gesplittet ist und nicht so einem gemeinsamen Matsch, ja, wie hier auf dieser Geschichte. Und ich kann das auch nicht anders. Ich bin kein großer AC/DC-Fan. Für mich gibt es da noch Back in Black. Aber jetzt gibt es auch Let There Be Rock. Es ist ein himmelweiter Unterschied. Man könnte fast sagen, es sind zwei unterschiedliche Alben. Denn wenn man sich das mal anhört und den einen oder anderen kann ich sicherlich einladen, falls ihr mir nicht glaubt, das hier für mich bis jetzt auf diesem System, was ich hier habe und ich höre mit dem Dr. Feikert jetzt noch an der Corinium und jetzt noch angeschlossen der T plus A, ist es das beste Klangerlebnis, was ich bis dato kennengelernt habe. Und zwar in Dynamik, in Auflösung, in Biss. In räumlicher Tiefe, räumliche Weite auch, weil man sieht es links und rechts, das Schlagzeug, die Gitarren, das ist wunderbar gegliedert hier. Das hat mit der Nachpressung einfach nichts zu tun und das ist echt krass. Das lässt mich fast schon wieder die Lust erleben, auf die Suche zu gehen, um sämtliche, aber das wird unmöglich oder sehr, sehr teuer, australische Pressung, die First Presses von dieser Band. Hier natürlich noch das Glück mit dem ersten Cover, was dann umgeändert wurde in dieses für den generellen Markt, hat mich einfach ja bewegt und zwar von AC/DC. Der pure Rock, der pure Rotz, diese Knalligkeit der Gitarren und trotzdem ist es sauber. Es ist zwar angedreht, es ist alles auf 11, alles auf 11 gestellt, Max, so hat man das Gefühl bei diesem Album. Und trotzdem kommt alles wunderbar sauber an, zumindest bei mir. Klarer Kick, klarer Bass, die Gitarren wirken unheimlich stark, unheimlich präsent im Raum, so wie es sein soll, so wie AC/DC auch live klingt. Unglaublich nah bei dem Zuhörer das Ganze. Und dann, wenn man switcht auf die andere, sitzt man davor und man ist wirklich enttäuscht. Was ist da passiert? Für mich der klarste Beweis. Okay, die First Presses sind zu 99,9% einfach besser im Klang. Würde ich einfach hier sitzend behaupten für mich. Denn auch bei Jazz ist das sehr oft so, sagen wir mal 99%. Vielleicht ist es bei Jazz oft auch, dass wir es anders wahrnehmen, dass die remasterten Sachen einfach besser klingen. Hier, wow, nein. Ich gucke mal im Laden. Ich glaube, ich habe noch eine deutsche First Press von Let There Be Rock. Aber hier, das ist die Sensation, klanglich eine absolut perfekte Platte, die jegliche Parameter erfüllt, die wir suchen, die wir wollen, die wir schätzen als Vinylhörer. Und auch gerade der Vergleich, den ersten digitalen Stream oder CD von 77 wird es nicht geben, sondern es ist nun mal die Schallplatte und deswegen liebe ich die Schallplatte genau wegen solcher Sachen, weil anders gibt es nicht, anders gab es das nicht. Es gibt das nur auf Schallplatte und nur da kann man sowas entdecken. Also, ja, da lacht das Herz. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich damit mache. Verkaufen, behalten. Ich meine, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte. Also höchstwahrscheinlich behalte ich sie.
Wenn ihr eine Idee habt, was das Ganze kosten sollte, kosten dürfte oder Interesse daran habt, schreibt es mir doch einfach gerne in die Kommentare. Vielleicht guckt der größte AC/DC-Fan zu und ich habe ein bisschen Glück, er hat ein bisschen Glück und ihr könnt die Platte kaufen. Denn vom Vinyl her ist das Ganze ein Traum und vom Cover finde ich auch. Persönlich habe ich mir das schlimmer vorstellen können nach fast 50 Jahren knapp. Also unglaublicher Fund, liebe Vinylgemeinde. Deswegen musste das Video sein und klanglicher Vergleich und da nicht böse sein, aber zwischen absoluter Flop, wirklich, wenn man das damit vergleicht, einfach Katastrophe und der heilige Gral in Sachen Klang und das von AC/DC. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob die Masterbänder so frisch waren, so knackig aufgenommen wurde, dass danach es jeweils nur schlechter werden konnte. Aber es ist einfach eine Sensation. Ich sage es nochmal. Und damit bedanke ich mich, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Denn ja, es ist was richtig Cooles. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Denkt dran, die Hardrock-Wochen, die laufen noch bei mir. Ich habe noch einiges, was ich in den Laden da ein bisschen reinstecken kann an Vinyl. Also kommt vorbei. Das werde ich auch mal in den Laden hinstellen zum Anschauen, wenn ihr das mal hören wollt. Oder ich lasse es mal laufen im Laden. Ist überhaupt kein Thema. Stört mich auch nicht. Und dann können wir mal gemeinsam in die australische Pressung hören. Also vielen Dank nochmal. Wir sehen uns ganz schnell beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.